Hallo liebe Achievement Hunter, Susaku hier, heute mit dem Erfolg: Darf ich sie töten? Nein! Und jetzt? Dafür sind wir in Rabenwehr beim zweiten Boss Illisana Rabenkrone und der Erfolg besagt, tötet sie ohne einen ihrer Verbündeten zu töten. Wir starten ganz normal den Pulltimer, starten dann mit dem Bossfight, geben HT und geben alles, was wir haben. Also drücken, drücken, drücken. Wichtig für diesen Erfolg ist, dass ihr ein bis zwei Range-DDs habt, am besten sogar drei, ja, die den Boss einfach umdrücken. Wenn der Boss nämlich irgendwann in die Zwischenphase geht, wo er wegfliegt, kommen zwei Ads. Diese Ads werden im Grunde genommen von mir aufgetankt und unsere Range-DDs boxen weiter den Boss um. Denn darum geht es halt einfach. Der Boss muss fallen, ohne dass die Ads sterben. Die werden halt auf Dauer nur ein bisschen lästig. Es ist jetzt nicht ultra schwer. Und wenn die Range-DDs halt gut drücken, ist das überhaupt kein Problem. Ihr seht, wie schnell wir hier den Boss eigentlich am Umnatzen sind. Jetzt beginnt die Flugphase. Und schnell, da fliegt drauf. Wichtig, ganz oft kommt jetzt dieser giftige Schimmelboden hier. Einfach mit dem ein bisschen weglaufen. Guckt aber, dass er den nicht unbedingt mitten durch den Raum verteilt. Der Tank schnappt sich hier die beiden, wie ihr seht, und tankt die einfach auf. Ich markiere hier nochmal den Boss als Fokus, dass man auch seine HP sieht. Und ihr seht, dass unsere DDs den einfach jetzt runterdrücken. Als Melee, wenn man sich ganz vorne hinstellt, kann man auch noch hitten. Das klappt auch noch einigermaßen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch viel Erfolg beim Nachmachen bei einem der etwas einfacheren Erfolge und sage bis zum nächsten Mal in der World of Warcraft Legion.